Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe jetzt eine Brille. Ganz neu, seit gestern. Eigentlich wollte ich das mitvloggen, aber irgendwie komme ich mir sehr, sehr dämlich vor, wenn ich in einen Fielmann oder in ein anderes Optikergeschäft gehe, zum Beispiel Apollo. Ja, filme währenddessen ich eine Brille aufsetze, die mir schwindelig macht. Es ist einfach, wie es ist. Ich finde die Brille unheimlich schön, aber es ist einfach so, dass ich mich dann noch nicht dran gewöhnt habe. Gestern Abend fand ich es total easy, auf einmal sie zu tragen. Und heute habe ich so richtig so Übelkeitsgefühle. Und dieser Schwindel ist eben auch, ja, manchmal ganz schön krass. Ja, und jetzt mache ich gerade aktuell entweder für ein Video, was jetzt am Mittwoch rauskam, oder wenn ich es nicht so gut finde, dann eben vielleicht nur als Reel bei Instagram hochgeladen wird. Es wird ein Spiritini-Hirsch. Ein Spiritini, wo dann hier ein Bonsai-Baum reinkommt, der so krasse Abzweigungen hat, was dann quasi sein Geweih ergibt. Ach, und was mir noch einfällt, eigentlich sollte die Brille auch entspiegelt sein. Also das habe ich extra bezahlt, aber man sieht doch voll eine Spiegelung, oder bin ich bescheuert? Sieht man das vielleicht nachher nicht? Also, ich kann da eine volle Spiegelung erkennen. Ich habe mir übrigens einen vegetarischen Auflauf gekocht mit Rosenkohl. Das sieht ein bisschen aus wie Hackbällchen, oder? Ist aber nicht. Ist ein bisschen Tofu drin, Mozzarella und Cheddar-Käse, Zucchini und was haben wir noch? Zwiebeln, etwas Knoblauch und der Tofu ist im Bärlauch eingelegt. Also kann gut werden. Wie mein Magen eben geknurrt hat. Voll gut. Guten Morgen. Willkommen zu unserer Gassi-Runde am frühen Morgen. Die Kacke-Tour wird es ja auch genannt. Und wir sind ganz selig. Oder? Ja. Ich habe ja noch richtig schön viel Schleifpapier. Sehr gut. Was könnten wir hier noch mitnehmen, nach unten? Es handelt sich hierbei um dieses Schmuckstück. Und der ist so schön. Der hat sogar diese Schubfächer. Ganz, ganz, ganz toll. Und ich glaube, wenn man den abschleift und in dem eine neue Farbe gibt, kann der entweder mein neuer Maltisch werden oder ein Nachtschrank. Allerdings ist mir hier beim Hochtragen das Bein abgegangen und das war wohl schon mal repariert worden. Das sieht man hier.
Der scheint ziemlich alt zu sein. Und jetzt muss ich das halt irgendwie versuchen zu reparieren. Zu kleben, zu nageln, irgendwas. Haha, nageln. Guten Morgen. Ich mache mich gerade fertig und überlege die ganze Zeit, ob ich jetzt für Mittwoch ein Video drehe oder ob ich live bei Twitch gehe. Vielleicht kennt ihr ja meine Problematik mit Live-Situationen. Und irgendwie habe ich heute einen ganz guten Tag und würde live gehen wollen. Aber ich könnte natürlich ja auch ein ganz normales Video für Mittwoch drehen, was dann Mittwoch hochgeladen wird. Aber ich könnte natürlich auch meinen Stream hochladen. Was mache ich nur? Hm? Können wir mal zu Weihnachten hingehen, dann gibt es eine Märchenstunde. Hallo aus dem Schnitt. Mir ist gerade aufgefallen, dass der Vlog gar kein Ende hat. Und das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Deswegen dachte ich, ich melde mich nochmal aus der Schnittzentrale. Und ich wollte gerne noch ein, zwei Sachen auflösen. Also die Brille funktioniert jetzt schon viel, viel besser. Mir ist gar nicht mehr schwindelig. Ich habe mich da schon ziemlich gut dran gewöhnt, aber das mit der Entspiegelung, dass das noch nicht entspiegelt ist, das geht irgendwie gar nicht. Also das werde ich wahrscheinlich nochmal reklamieren. Ihr seht das ja, wie krass das blendet. Und das habe ich ja extra bestellt, dass es nicht so ist. Ja, und dann war ich bei Twitch live und habe kein extra Video für Mittwoch gedreht. Das Twitch-Video verlinke ich dir nochmal hier. Und jetzt gehe ich zum Boxen. Ich freue mich schon so drauf. Ich habe das ja schon häufiger erzählt, dass das so immer mein Highlight in der Woche ist. Und ja, jetzt packe ich schnell meine Sachen und dann bin ich weg und freue mich auf anderthalb Stunden Gas geben. Okay, damit du kein weiteres Video mehr verpasst, bitte abonniere doch einfach den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Okay, bis bald. Ciao, ciao.